119 zu diesem VfB aktuell und nachdem sich ja mit Labadia laut den Berichten ja, zumindest das Thema Trainer entschieden hat und da mehr oder weniger alles klar sein soll, wie gesagt, laut den Berichten fehlt noch die Thematik, die Personalentscheidung Sportdirektor, der Nachfolger für Sven hat. und da hat sich nun vor allem Einnahme herauskristallisiert. Das ist Fabian Wohlgemuth, aktuell Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn gucken mal drauf, wer das ist so ein bisschen, sagt er keinem so richtig was mir logischerweise auch nicht. können auch hier noch so ein bisschen auf transfermarkt.de und so und seine Vergangenheit ein bisschen blicken, ähm, richtig reingehen in die Bewertung und sowas kann ich nicht. dafür habe ich ihn nicht verfolgt, Paderborn und so weiter nicht verfolgt, wo er überall war. gucken wir mal rein hier. Ist 43 Jahre alt, kommt aus dem Jugendbereich, war zu 8 bis zu 10 Co-Trainer bei der HSVU 17, von 29 bis zu 10 dann Chef Scout der HSV-Jugend, dann ging es nach Wolfsburg, da war ein halbes Jahr auch Chef Scout von der Jugend, dann würde ich schon sagen, so ein bisschen Beförderung quasi, dann war er sieben Jahre lang von 2011 bis zu 18 Leiter der Nachwuchsabteilung beim VFL Wolfsburg, von 2010 zu 11 und 2012 zu 13 wurde er dann deutscher Meister, deutscher A-Junion-Meister mit dem VFL Wolfsburg. also Klar, unter seiner Leitung halt meist, er war ja nicht Trainer, ne? aber immerhin was vorzuweisen, ist schon mal nicht schlecht. Und dann ging es zu Holstein Kiel. Juni 2018 bis Oktober 2019 war er dort Geschäftsführer Sport. Er übernahm, übernahm also nach dieser Relegationssaison, ne? also, 2018, also 2017, 2018, der Saison, ähm, ging es ja gegen Wolfsburg in Relegation, wurden sie Dritter, die Kieler, ähm, sind aber da in Wolfsburg gescheitert und als Zweitecker geblieben in ist auch drauf, wurde er Sechster oder wurde Kiel dann Sechster unter ihm als Geschäftsführersport. Interessanter natürlich. Wen er geholt hat, welche Spieler gekommen sind, welche Spieler er verkauft hat. Saison 18, 19 hat er zum Beispiel Lee geholt für 900.000, Janice Serra aus der BVB-Jugend für 300.000, Okugawa hat er ausgeliehen, ähm, Jonas Meff hat ablösefrei geholt, also generell viel mit wenig Budget, sehr wenig Budget, wenig Geld und eben auch Laien- und ablösefreien Transfers gearbeitet. Drexler für 2,5 Millionen verkauft, Sichos nach Köln verkauft, dann Sommer 19, 20, weil im Oktober 2019 war ja Schluss, das war irgendwie ein bisschen, ja, konnte ich jetzt nicht irgendwie groß rausfinden weshalb es da vorbei war irgendwie aber da war es vorbei ähm, Ötschan von Köln hatte da ausgeliehen zum Beispiel King Zombie wurde verkauft und eben interessanterweise auch das, da wird es einige Parallelen geben irgendwie und zumindest Verbindungen zum VfB, wo er vielleicht hinwechselt. Atakan Karaso hat da einen vfb verkauft für 800.000. Und im selben Sommer ging dann auch dann Tim Walter zu uns als Trainer. Ähm, Lee ist nun bei Mainz zum Beispiel. Serra hatte einige starke zweitig aktuell bei Bielefeld. Da auch Okugawa, auch der, nicht verkehrt, war auch in der Bundesliga nicht schlecht bei Bielefeld. Meffert ist nun beim HSV Ötschern, war ja bei Köln danach richtig stark. Nun bei Borussia Dortmund. Nur mal so ein paar ausgewählte Namen, die man vielleicht ein bisschen kennt. Natürlich einige Namen, die... Einem absolut nichts sagen, und ähm, wo man sich wirklich bewerten kann, ob der Transfer jetzt besonders gut war oder besonders schlecht war. Zumindest kann man sagen, dass er wahrscheinlich nirgends groß Geld ins Hand gesetzt hat, weil er ja nirgends Geld ausgegeben hat. Ne? Seit dem 1. Mai 2020 war er Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn, auch zweite Liga logischerweise. Hier oder Parallele oder zumindest VfB Connection 2021 äh, lieh er witzigerweise Chatrak Akodu aus. Aber hier die bessere oder interessantere Verbindung. Er ja, hat da auch Chris Führig ausgeliehen. Vom BVB 2. Ähm, Lukas Kielan ging für 2 Millionen nach Mainz und eben 21-22 wurde dann Führig festgeholt für 700.000. Hat auch da wieder viele ablösefreie Transfers gemacht, wie Felix Platte, hat auch Clement vom VfB geliehen, aber eben im selben Fenster ähm, wurde dann der Führig quasi, also im selben Fenster geholt für 700.000 im selben Transferfenster wieder weiterverkauft und uns für 2,5 Millionen. Ähm, waren ja auch scheinbar ziemlich zähe Verhandlungen, die wollten nicht unbedingt gehen lassen. Gehen lassen. Ähm, Sven Michel für für denselben Preis an Union Berlin verkauft und auch jetzt wieder 22, 23, dieser Sommer war der höchste Transfer bei 200.000 Ablöse generell über die gesamte Zeit. Also Kiel und Paderborn war sein höchster Transfer bei 900.000 Ablöse. Der kennt das also, ich sag mal passenderweise zu uns, mit quasi keinem Geld umzugehen und bestenfalls Transferplus zu machen. Hat in Kiel in seiner Zeit grob 5 Millionen plus gemacht und in Paderborn knapp 7 Millionen. Das würde ich schon mal sagen, ist, ist solide, sehr solide für die zweite Bundesliga. Kam in Paderborn im Sommer nach dem erstiger abstieg Seither wurden sie dann 9., 7., aktuell sind sie 6. Ähm, und mussten da ja auch Steffen Baumgart ersetzen. Es ne? scheint ganz gut gelungen zu sein mit Quastenjuk, zumindest auch vom Typen her und so, würde ich zumindest auch so ferne sagen. Der vielleicht vielleicht gibt es sogar Paderborner hier unter dem Video gerne beschreiben oder auch Kieler, die ihn vielleicht besser kennen. Ähm, interessant noch am Karriereweg, er hat auch ein halbes Jahr in Wolfsburg ähm, gearbeitet, ja, oder noch länger als ein halbes Jahr in Wolfsburg gearbeitet, aber eben in der Spanne von einem halben Jahr in Wolfsburg gearbeitet, als eben auch noch Bruno Labbadia dort Trainer war. Ne? Also zumindest kennen die sich vielleicht, sind mal über den Weg gelaufen vielleicht. Ne? Ähm, Gespräche mit uns gab es wohl auch schon seit einigen Wochen laut der Bild. Hat uns auch interessanterweise gute Worte gewidmet. Nach der Auslosung vom Pokalspiel, was wir in Paderborn haben werden, die nächste Runde, nimmt man mit so Sprüche. So nimmt man sich einfach mal ans Herz, gefällt uns natürlich. Stuttgart gehört zu den schlafenden Riesen im Fu in Fußball-Deutschland. Ähm, Problem bei ihm natürlich, er hat noch Vertrag und das krasse ist hier, keiner weiß wie lang. Also echt, keiner, kon keiner konnte irgendwie schreiben, wissen, bis wann dieser Vertrag läuft. Den muss man halt rauskaufen. Ne? Das ist Kohle, die wir eigentlich nicht haben. Ähm, aber laut Sky und laut anderen auch wurde schon gewährt, gewährleistet, dass äh, diese Kohle ausgegeben werden könnte. Es gibt das grüne Licht vom Aufsichtsrat. Ähm, das steht auch schon, laut Philipp meißel der Stucker Nachrichten, auch schon länger fest. Also es ist jetzt nicht nach dem Motto, äh, äh, weil das natürlich auch direkt ein Kritikpunkt wurde oder Kritikpunkt. Hätte werden können, wir, ey, jetzt ist gerade ein bisschen weg, auf einmal können wir wieder Kohle locker machen. So ist nicht. Diese Beschlussvorlage lag wohl schon länger fest für den Winter, weil es eben auch notwendig ist. Ne? Weil der VfB muss jetzt liefern, muss jetzt punkten, muss drin bleiben. Wie beispielsweise auch in VfB-News gesagt, gerne abchecken. Ich habe da so ein bisschen mich an die Finanzen rein versucht. Ähm, können wir uns absolut keinen weiteren Abstieg leisten. Wir müssen punkten, wir müssen drin bleiben. Und wohl auch deswegen, wie gesagt, ja, auch der Feuerwehrmann Bruno Labbadia Kandidat oder mehr oder minder fix. Manche haben es schon als offiziell vermeldet. Um, unter dem ist er noch keine Mannschaft abgestiegen, egal in was für einer beschissenen Situation er den Club übernommen hat. Um, hier auch interessant, nämlich Thematik Trainer. Lauter Bild soll Bernhard Drares Co-Trainer werden. Um, die beiden kennen sich, waren zusammen in Jugendauswahlteams am Start, um, spielten bei Darmstadt, im KSC und Bremen zusammen. Um, und er war eben zuletzt Cheftrainer bei Wien Wiesbaden, aber auch schon seit April 2021. Für Los. Ähm, labadia auch, da, auch das interessant, hat ihn schon 2015 in sein HSV-Trainerteam geholt. Also wäre nichts Besonderes, würde aber vermutlich auch heißen, dass ja, Wimmer wahrscheinlich Geschichte ist beim VfB. Mal gucken, wie es dann da weitergehen würde. Natürlich hier generell das labadia video abchecken. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt, ihn zu holen. Ähm, Paderborn weiß aber auch Bescheid bei wohlgemut Der Präsident hat sich hier geäußert, dass wohlgemut ihn am Donnerstag informiert hat. Ich denke mal, er hat aber gesagt, jo. Die haben Interesse an mir so. Mehr Informationen wird wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ähm, am späten Abend dann der Anruf auch aus Stuttgart. Jetzt dann, wo die Verhandlungen und wenn die eben dann auch erfolgreich sind, haben wir wohl unsere Posten gedeckt. Weil die Reihenfolge soll sein, wurde auch berichtet: zuerst Sportdirektor, dann Trainer vorstellen. Muss man auch sagen, macht ja auch nur Sinn. Andersrum ist immer Risiko da, dass eben dann Sportdirektor kommt. Wenn der Trainer schon länger da ist, Sportdirektor, Sportdirektor sich dann denken eigentlich hätte ich schon gerne eine, die ich selber geholt habe. Vielleicht kann ich mit dem auch nicht so gut. Und dann ist auf diese Reihenfolge irgendwie ein bisschen zum Schalten verurteilt. Sieht man ja auch oft ähm, bei uns ja eben ein bisschen anders. Beide sind auch nicht da. Ne? Also man kann direkt schon darauf achten, dass die beiden miteinander auskommen. Das wird wohl so passen, gehe ich mal davon aus. Ähm, dann eben die Frage, wann der VfW was zu vermelden hat. Zumindest wird es ja scheinbar, äh, außer es wird wieder zäh, Verhandlungen in Paderborn, keine Ahnung, ähm, wird es ja wohl. Deutlich vor diesem 12.12. .12. als Deadline der Trainingsstart sein. Das ist schon mal gut so. Die scheinen wohl einen Plan zu haben, keine Daten zu haben, schnell diese Themen durchzubekommen, damit wir eben dann die volle Konzentration haben können auf das Wintertransferfenster. Da zum Beispiel auch interessant, gab eine kleine Aussage von Sosa bei der L'Equipe, der französischen Zeitung, die ja sehr, sehr seriös ist. Ähm, dass es dieses Angebot gab von Atalanta Bergamo im Sommer. Er gesagt hat, nö, ich bleib noch beim VfB, ähm, dass er eigentlich auch keine Eile hat, quasi zu wechseln. Aber es gab wohl auch diesen Satz in die Richtung von wegen, es kann wohl schon auch sein, dass es bei ihm dann der Moment gekommen ist äh, nach der WM. Also so, so ein Satz in die Richtung fiel auch schon. Kann sehr gut sein, dass Sosa nach dieser WM weg ist, aktuell noch im Turnier dabei. Hier Japan gegen Kroatien im Achtelfinale, ganz wilde Nummer. Einfach Endo und Ito gegen Sosa. VfB-Duell heißt auch. Einer von den drei oder dann im anderen Fall zwei von den drei VfB-WM-Fahrern äh, sind auf jeden Fall im Viertelfinale der Champions League, perfekt, <laughs> der Weltmeisterschaft. Ganz, ganz wildes Ding. Aber natürlich aus Transferfenster hinterher natürlich auch die Vorbereitung auf die Rückrunde und eben dann die Rückrunde. Ne? Ähm, das muss einfach sitzen. Wohlgemut ist natürlich ziemlich unbeschriebenes Blatt eigentlich, sieht aber auf den ersten Blick nicht verkehrt aus, sieht nach einer interessanten Wahl aus auf jeden Fall, aus dem Jugendbereich ist er gekommen, also wie gesagt, auch dieses Scouting ist mit drin, der Jugendfokus ist mit drin, ähm, hantieren eben auch mit wenig Geld, sollte also auch kein Weggang von diesem Weg der jungen Wilden sein oder von Talenten oder wie auch immer, klingt nicht verkehrt und dazu dann eben obendrauf ein erfahrener Trainer, also so ein bisschen Chef-Scout-Plus, sage ich mal, beim, ähm, beim Wohlgemut, gab ja auch Artikel, dass es vielleicht auch eine Chance gibt, dass eben Krücken und auch ein Rüd und so vielleicht ein bisschen befördert werden. Also, vielleicht arbeiten die dann noch zusammen. Auch also die Frage an die Rolle von dem Rüd, ähm, wie der mit dem, ähm, mit dem äh, Wohlgemut dann zusammenarbeitet. Aber es ist ziemlich, scheinbar zumindest laut der Karriere bisher von ihm kein Weggang vom Weg, sage ich mal. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber hat ja. Leider absolut keine Sympathien, muss ich leider sagen, wie gesagt, Erklärung dazu im Labadier video gerne abchecken, weil ich es nicht ganz verstehe, da kommt mir eine Bewertung seiner Arbeit bisher viel zu schlecht weg. Er war halt vor acht Jahren bei uns, muss man auch, darf man auch nicht vergessen, dass wir mittlerweile auch acht Jahre her, da kann sich auch einiges verändert haben, auch in seinem Stil und so weiter, ähm, ohnehin, auch vielleicht ein sagt man, naiver Satz oder keine Ahnung was. Satz, aber wir brauchen jetzt Punkte und keine Sympathiewerte, so, wir brauchen keine Sympathie, also Sympathiewerte sind immer geil, aber wir brauchen erstmal Punkte, weil so wie es alle auch berichten, dieser Abstieg, das darf nicht passieren, fertig aus, ähm, Personalentscheidungen müssen jetzt sitzen von Werle und Co., hoffen wir mal, dass sie sitzen. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Natürlich wie immer eigentlich noch mehr fürs Zuhören. Ne? Ähm, gerne auch das kostenloses Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.